Gut, da haben wir im Titel Der Wandel der Isar-Mundart, ein Betrachtungsversuch. Also der Untertitel Betrachtungsversuch sagt schon ein bisschen, also es ist ein Versuch, also das ist keine endgültige Version oder endgültige Aussage über die Isar-Mundart oder über den Wandel, das ist nur das Thema ein bisschen größer. Aber bevor ich anfange, möchte ich erst mal mich selber vorstellen, wer ich bin, für die, die mich nicht kennen. Also Eckhard Greinerhäuser, geboren bin in 1970 im Kreiskrankenhaus in Erde, aufgewachsen in Holzkirch und habe dann 89 Abitur am Albrecht-Ernst-Gymnasium in Erde gemacht. Danach habe ich versucht, ein bisschen Theologie zu studieren in München. Das hat nicht so geklappt. Deswegen bin ich wieder zurück nach Erde und habe eine Krankenpflegeausbildung am Kreiskrankenhaus gemacht. Und dann 1996 haben wir gedacht, ich muss raus in die Welt, aber nicht nein nach Nerle, sondern auf nach Berlin. Und seitdem, jetzt dann quasi schon die Hälfte von meinem Leben lebe in Berlin und ich lebe auch gerne in Berlin, aber fühle mich nach wie vor als Rieser. In Berlin habe ich Schauspiel studiert und bin seitdem im Theater und Film unterwegs. Immer wieder. Und dazwischen habe ich auch immer wieder andere Sachen gemacht. Zum Beispiel habe ich bis 2018 Sprachwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin studiert. Im Rahmen von dem Studium habe ich auch verschiedene Forschungsarbeiten zum Rieser Dialekt gemacht und auch meine Bachelorarbeit, die ist dann noch Thema in dem Vortrag. Und auch in meiner Schauspielarbeit habe ich immer wieder mit dem Rieser Dialekt geschafft. Bei Filmen habe ich, bei einem Film, Die letzte Sau, den kennen vielleicht manche, habe ich Dialekttraining mit nicht-Rieser Schauspielern gemacht. Und auch in meine Theaterstücke arbeite ich immer wieder mal mit dem Rieser Dialekt. Da ist dann die Frage, nachdem ich jetzt schon so lange in Berlin bin, was ist Dialekt für mich? Also es ist in erster Linie halt Prägung. Ich bin damit aufgewachsen und das merke ich bis heute. Also ich habe ja im Schauspielstudium Standarddeutsch lernen müssen. Das war auch nicht so leicht. Haben wir 3 Jahre lang damit blockt, weil man doch einen bestimmten Sprachklang hat, den man ganz, ganz schwer wegriecht. Und ich merke bis heute, auch wenn ich für verschiedene Rollen was erarbeite, dass der Dialekt irgendwie mir näher ist als nach wie vor wird Standarddeutsche. Also der ist irgendwie ganz tief drin. Wer macht nur mit heute Abend? Die sind ja kurz schon angesprochen worden. Da haben wir es mal alle 4 im Bild. Also 4 Leute, die heute noch Musik machen, jeweils zu zweit. Quasi 2 Duos. Das eine ist das Duo Okomot aus dem Jochen Oesterlein und Florian Hager Bestattes. Jochen Oesterlein, bekannt im Ries, weltberühmt als Sänger und Texter der Los Presagos. Außerdem einer von den Machern von der schon angesprochenen, glaube ich, Hörspielmanufaktur. Hier die 2 Hörspiele über die horige Rieserei gemacht haben. Und ebenso der Florian Hager, der andere Macher von der Hörspielmanufaktur und auch bekannt als DJ Haggis. Und das andere Duo, das sind die Pressagwurm, das sind der Bastian und der Benedikt Offinger, die auch bei der Los Presagos Musik machen. So viel zu der Leute heute Abend. Ja. Wer wird der Abend aussehen? Erstmal eine ganz kurze Gliederung, damit alle wissen, was so auf sie zukommt. Erstmal will ich klären, was ist Dialekt überhaupt sprachwissenschaftlich betrachtet? Also was bezeichnet man als Dialekt oder wann sagt man Dialekt, wann sagt man Sprache? Dann im zweiten Teil will ich ein bisschen Grundlegendes, also bloß eine ganz leichte Einführung zur Entwicklung von Sprachen und Dialekten machen. Bloß, dass man ein bisschen eine Ahnung hat, warum verändert sich Sprache eigentlich, was passiert da. Und
im dritten Teil, da gehe ich dann speziell aufs Rieserische ein und erstmal auf die Geschichte. Also wie hat sich das Rieserische entwickelt zu dem Punkt, wo wir heute sind. Und dann kommen wir zu meiner Bachelorarbeit. Da habe ich halt untersucht, wie das aktuell ist. Also was wir aktuell im Ries mit Dialekt umgegangen wird. Da habe ich in Familie so verschiedene Untersuchungen gemacht. Das erkläre ich dann genauer. Und zum Schluss kommen wir dann zum Ausblick. Jetzt kommen wir schon zur ersten Musiknummer. Und zwar wäre jetzt uns das Duo Okomot begrüßen mit dem Lied Silage. Hallo, wir sind Okomot. Dein Parfum riecht gut, ja echt genial, das riecht so himmlisch. Phänomenal ist das von Gucci oder von Prada, ist das Hugo Boss oder vielleicht das Kada. Das ist Silage, Silage, ja ich riech nach Silage. Das ist Silage, Silage, ja ich riech nach Silage. Das ist Silage, Silage, ja ich riech nach Silage. Das ist Silage, wo ich was? Ich riech nach Silage. Oh, oh, oh. Alles Mais, 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 Mais. Und nimm Dice, 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 Dice. Alles Mais. Das riecht so würzig. So aromatisch, so erotisch und so sympathisch ist das Jo oder Armani, Jean-Paul Gaultier oder Bruno Banani. Das ist Silage, Silage, ja ich riech nach Silage. Das ist Silage, Silage, ja ich riech nach Silage. Das ist Silage, Silage, ja ich riech nach Silage. Das ist Silage, wohl Spaß. Ich riech nach Silage. Oh, oh, oh. Alles Mais, 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 Mais. Und nicht Dice, 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 Dice. Alles Mais. Ja, das war Silage von Okomot. Kommen wir zum ersten Kapitel. Dialekt, was ist das? Also es gibt ja da unterschiedliche Begriffe, also einmal Sprache und Dialekt. In meinem Titel kommt der Begriff Mundart vor. Dann gibt es in der Sprachwissenschaft noch sowas wie Regiolekt und Soziolekt. Die letzte zwei, die lassen wir jetzt ein bisschen beiseite. Regiolekt bezeichnet man sowas Übergeordnetes, zum Beispiel jetzt eher so ein bayerischer Akzent oder ein schwäbischer Akzent. Es gibt in der Sprachwissenschaft die Theorie, dass sie die Dialekte quasi ein bisschen auflöse in so Regiolekte, dass es quasi großräumiger wird. Soziolekt ist jetzt eher städtisches Ding, dass sie in der Städte in bestimmte soziale Schichten, bestimmte Sprachen entwickeln. Aber die zwei Sachen lassen wir jetzt ein bisschen beiseite. Wie ist es mit Dialekt und Mundart? Also in der Sprachwissenschaft sagt man eigentlich Dialekt immer. Man sagt Sprache und Dialekt. Und Mundart wird eigentlich synonym zu Dialekt verwendet. Also bedeutet eigentlich das Gleiche. Hat sogar ein bisschen belastete Geschichte, der Begriff Mundart. Also eigentlich früher hat man eigentlich nur Dialekt gesagt. Also schon Luther sagt, redet von Dialekt und so. Und der Begriff Mundart ist ein bisschen im Rahmen von der sogenannten Sprachreinigung der Nazis eingeführt worden, die ja verschiedene fremdsprachige Begriffe, die im Deutschen sind, durch deutsche Begriffe ersetzen wollte. Und seitdem sagt man eben auch Mundart, aber deswegen ist das auch ein bisschen der Begriff, also ein bisschen zwiespältig zum Betrachter. Ich wäre im Folgenden jetzt vom Dialekt reden. Zur Definition, im Lexikon der Sprachwissenschaft steht zum Dialekt Folgendes. Also das Dialekt kommt vom altgriechischen Dialektos, das heißt Redeweise.
zum Verb dialegestai, sich unterreden. Das ist eine sprachliche Varietät, also sprachliche Besonderheit mit begrenzter räumlicher Geltung im Gegensatz zur überdachenden Standardsprache. Also ein Sprachsystem, das zu anderen Systemen drumherum ein hohes Maß an Ähnlichkeit aufweist, sodass es zumindest partiell wechselseitig verstehbar ist und das regional gebunden ist, wie es ja Zriesau ist, und das C keine Schriftlichkeit bzw. Standardisierung im Sinne von offiziellen Regeln, also Rechtschreibregeln und sowas hat. Also das wird nur mündlich quasi weitergegeben. Ist eigentlich eine klare Definition, aber da wird es auch schon ein bisschen schwierig, weil das man oft gar nicht so genau abgrenzen kann. Also es ist sprachwissenschaftlich oft ganz schwierig, zwischen Dialekt und der Sprache zum Unterscheiden. Zum Beispiel Luxemburgisch ist eigentlich sprachwissenschaftlich sehr Untergruppe des Mittelfränkischen. Also Mittelfränkisch hat da nichts mit Ostermittelfranken zum Tor, das Nachbarschaft zum Riesisch, sondern ist eine Sprache, die Obermoselgegend und so gesprochen wird, also historisch vom historischen Frankenreich gewachsen. Und Luxemburgisch ist eigentlich ein deutscher Dialekt, die verstehen sich ja auch gegenseitig da. Aber dadurch, dass Luxemburg eben ein eigenes Land ist, gilt es als eigene Sprache. Im Gegensatz dazu sind Kantonesisch und Standardchinesisch gegenseitig überhaupt nicht verständlich. Die sind so ungefähr so nah wie Englisch und Deutsch oder so. Aber trotzdem wird Kantonesisch meistens als chinesischer Dialekt bezeichnet. Das hat eben mit den Machtverhältnissen zum Tor. Der chinesische Staat will keinen eigenen Spruch, keinen anderen Spruch quasi haben und bezeichnet das deswegen als Dialekt. Also es hat oft politische Gründe, ob was als Dialekt oder als Sprach bezeichnet wird. Deswegen hat der Sprachwissenschaftler auch mal gesagt, eine Sprache ist ein Dialekt mit einer Armee und einer Marine. Wer spricht den Dialekt? Ich habe jetzt bloß ein paar Bilder, um da so assoziieren zum Kenner. Also in der allgemeinen Wahrnehmung ist es eher so, dass Dialekt was Historisches ist, was früher mal ganz ausprägt war, deswegen das alte Bild und was heutzutage eher die ältere Leute sprechen und jüngere Leute eher nicht. Also so ist das Bild vom Dialekt und so ist wahrscheinlich auch meistens die Realität, aber eben nicht überall. Wie schreiben wir? Ich habe ja gerade schon gesagt, Dialekt hat keine Schriftregeln. Also es gibt keine konkrete Regeln, wie man Dialekt schreibt. Jeder schreibt so, wie er denkt. Das ist schon relativ schwierig, Dialekt zum Schreiben, weil unser Schriftsystem eigentlich nicht genug Buchstaben hat, um die Laute im Dialekt angemessen darzustellen. Und es gibt keine genauen Regler. Und das ist quasi in ganz Deutschland, Österreich und Südtirol auch so. Also geschrieben wird Standarddeutsch und Dialekt wird bloß geredet. In der Schweiz ist das eigentlich auch so. Da gibt es auch den Unterschied zwischen Schweizerdeutsch und Schriftdeutsch. Aber es gibt gerade durch die digitale Media aktuell die Entwicklung, dass gerade junge Leute in der Schweiz zunehmend Schweizerdeutsch schreiben. Also wenn die per WhatsApp oder per irgendwelche digitale Sachen Nachrichten schreiben, dann fangen die jetzt an, selber entwickelt Alltagsschweizerdeutsch zum Schreiben. Also da ist es tatsächlich so, dass der Dialekt quasi durch die digitalen Medien eher gefördert wird, wobei es allgemein ja so wahrgenommen wird, dass die digitalen Medien eher dazu beitragen, dass der Dialekt zurückdrängt wird, weil alle nur noch Standarddeutsch wahrnehmen. Aber wie man sieht, es muss nicht unbedingt so sein. Und wo wird der Dialekt genutzt? Da muss ich kurz auf zwei Begriffe der Sprachwissenschaft eingegangen, das ist einmal die Diaglossie und dann die Diglossie. Diaglossie heißt, dass es keine scharfe Trennung zwischen Dialekt und Standarddeutsch gibt. Das heißt,
man betrachtet das nicht als zwei getrennte Sprachen, sondern je nachdem, wo man ist, redet man unterschiedlicher Mischung zwischen Dialekt und Standarddeutsch. Also je privater der Raum, desto mehr Dialekt. Und wenn man ein bisschen hinausgeht, dann macht man ein bisschen mehr Dialekt. Und wenn man zum Einkaufen noch näher geht, ein bisschen mehr Standarddeutsch noch. Und je nach Gelegenheit wird ein bestimmtes Maß an Dialekt benutzt. Und das ist auch eigentlich bei den ganzen deutschen Dialekten so. Es gibt aber teilweise auch die Diglossie, dass man eine scharfe Trennung zwischen Dialekt und Standardsprache hat. Also in der Schweiz macht man das so, in Luxemburg auch, dass man ganz klar sagt, da redet man Dialekt und da redet man Standarddeutsch. Und da ist natürlich dann viel klarer ein Bewusstsein zum Griechen für den Dialekt und für die Sprache, als wenn man immer oft in solche Mischformen redet. So, dann sind wir schon beim nächsten Kapitel und dann kommt auch schon das nächste Lied. Das mal wieder von Okomot und zwar als dieses Volkslied. Das mal, also kein neues, selber geschriebenes Lied, sondern ein Volkslied, Nodl nicht das so. Nodl nicht das so, wackel nicht das so, zeisle faldei, faldei. Nodl nicht das so, wackel nicht das so, zeisle faldei. Lass es net fallei, es fällt in kein Brunnen ein. Nodl net a so, wackel net a so, zeisle fällei. Lomba Andres, Zipfel Andres, wo bist denn gestern gewesen? Lomba Andres, Zipfel Andres, wo bist denn gewesen? Ich bin im Riestener gewesen, bin bei dem Mädler gewesen. Lomba Andres, Zipfel Andres, wo bist denn gewesen? Stiefel Andres, Socker Andres, wo bist denn gestern gewesen? Stiefel Andres, Socker Andres, wo bist denn gewesen? Ah, auf der Nährlingemess, da bin gestern gewesen, Stiefel Andres, Socker Andres, wo bist denn gewesen? So, weiter mit dem nächsten Punkt. Grundlegendes zur Entwicklung von Sprachen. Also grundsätzlich ist es so, seit Sprachen gesprochen werden, also wobei man, so genau weiß man es nicht, da haben es leider ja noch nicht aufgeschrieben, aber man vermutet, dass es so ist, verändern sich Sprachen. Kein Spruch bleibt gleich. Immer von Generation zu Generation verändert sich jeder Spruch. Und es gibt verschiedene Einflüsse, die das bewirken. Manchmal bewirken die eine größere Veränderung, manchmal eine kleinere Veränderung. Und zurzeit haben wir auf der Welt ungefähr 6000 Sprachen. Und die Sprachwissenschaft geht davon aus, dass zum Ende dieses Jahrhunderts, also in 80 Jahren, wahrscheinlich nur noch 1000 davon übrig sind. Also es lebe in einer Zeit des Sprachensterbens tatsächlich, was damit zusammenhängt, war, dass wir auch in einer Zeit der Globalisierung leben. Also die Leute kommen näher zusammen und mehr sind sie irgendwie verständiger und dadurch, das geht auf Kosten der Vielfalt der Sprachen. Was sind beeinflussende Faktoren für einen Sprachwandel? Warum wandelt sich Sprache? Man kann unterscheiden zwischen innersprachlichen Faktoren und außersprachlichen Faktoren. Also Faktoren, die durch die Sprache selber bedingt sind und Faktoren, die von außen auf die Sprache einwirken. Innersprachlich hat es vor allem mit der Sprachökonomie zum Tor. Also Sprache ist sozusagen ein ständiger Kampf zwischen Maulfaulheit und Verständlichkeit, wenn man das salopp ausdrücken will. Also aus Versuch, möglichst wenig Aufwand zum Treiben und doch verständlich zum Sein. Und
dadurch verändert sich die Sprache, weil man spricht Wörter nämlich ganz genau raus und dann merkt man irgendwann, der Gegenüber versteht es nicht mehr und dann muss man ein bisschen was ändern. Und das passiert vor allem bei der Weitergabe über die Generation. Also die Eltern geben die Kinder nämlich genau das weiter, was sie gelernt haben, sondern die Kinder verstehen ein bisschen was anderes und bauen dann andere Sachen in die Sprache. Und dadurch über die Generation hinweg verändert sich Sprache. Und dann gibt es außersprachliche Einflüsse natürlich viele. Also Innovationen sind sowas. Also neue Dinge brauchen neue Bezeichnungen. Kommt ständig in die Sprache, kommen ständig Sachen von außen rein. Dann gibt es immer dadurch auch Variationen in andere Zusammenhänge. Benennt man dieselbe Sache anders und es verändert sich dann mit der Zeit. Und dann Evolution, also alle möglichen Einflüsse von innen und außen. Da gehe ich jetzt nochmal ein bisschen genauer auf die einzelne Sache ein. Also nochmal zum innersprachlichen Wandel. Es gibt eine Theorie, dass alle Sprachen sich sozusagen über die Jahrtausende oder Jahrzehntausende im Kreis drehen. Nach der Theorie gibt es drei unterschiedliche Sprachsysteme. Man kann die auch noch andere Kriterien einteilen, aber da wird es so eindeutig. Es gibt flektierende Sprachen, das sind Sprachen, die ein Wort haben und das Wort verändern, wenn es was anders ausdrücken will. Die zum Beispiel aus ich gehe, wenn dann Vergangenheit gesagt wird, dann wird ich ging gesagt. Ich gehe und ich ging. Da wird das Wort selber gehe zu ging verändert. Also die Wörter verändern, wenn sie andere Sachen ausdrücken will. Dann gibt es analytische Sprachen. Chinesisch ist zum Beispiel so eine Sprache, die einzelnen Wörter nicht verändern, sondern die für jede zusätzliche Information kleine Wörter hinzufügen. Also die Wörter selber bleiben gleich, aber es werden kleine Wörter dazugefügt. Und dann gibt es die agglutinierenden Sprachen, türkisch ist so eine Sprache. Da wird auch wieder was, da werden die Wörter selber nicht verändert, aber da wird was an die Wörter nachhängt. Also für jede Information wird eine Silbe nachhängt. Also da wird eine Silbe für das Tempus zum Beispiel nachhängt und eine Silbe für die Person und eine Silbe, ob es für Numerus, ob Singular oder Plural ist oder so, dann werden die Wörter quasi immer länger. Und die Theorie ist, dass reflektierende Sprache über den Lauf der Jahrtausende hin zu analytischen Sprachentwickler und dann zu agglutinierende und dann kommen wir wieder zurück zu reflektierende Sprachen. Und auf dem Weg ist Standarddeutsche kommt von deflektierender Sprache und Gott in Richtung analytische Sprache. Also wie im Standarddeutschen verändert man die Wörter noch oft. Also man sagt zum Beispiel, da gibt es das Imperfekt, da sagt man gehe, ging oder ich sage, sagte oder sowas. Aber es hat auch schon Elemente von analytischer Sprache, dass man zum Beispiel beim Perfekt, dass man Wörter dazufügt, um Vergangenheit auszudrücken. Ich gehe, ich bin gegangen. Da hat man das Bin dann dazugefügt. Und das Rieserische ist auf dem Weg schon ein bisschen weiter als Standarddeutsche. Also das Rieserische hat zum Beispiel das Imperfekt gar nicht, was Standarddeutsche hat. Im Rieserischen sagt man Vergangenheit immer mit ich hab oder ich bin. Da gibt es das ich ging gar nicht. Da sagt man immer ich bin gegangen. Also das Rieserische hat schon ein bisschen mehr von analytischer Sprache als von flektierender Sprache. Das ist auch normal, weil das Standarddeutsche durch die Verschriftlichung ist das aber konservativer und das Rieserische geht aber schneller vorwärts, weil es keine Verschriftlichung gibt. Das nur noch ganz kurz zur Veranschaulichung. Also die Ursprache vom Rieserischen, urindoeuropäisch, ist ungefähr vor 5000 Jahren gesprochen worden. Also man weiß es natürlich nicht genau, das ist alles eine Theorie, weil es davon keine Überlieferungen gibt. Man hat hier wissenschaftlich quasi rekonstruiert. Da gibt es nur 8 Fälle. Ich habe die mal alle im Singular und im Plural aufgeführt für Dios, das heißt Tag. Und da gibt es quasi 16 Formen, um Tag zum Zager. Nominativ, Akkusativ, Instrumentalis und so weiter. Ganz verschiedene Fälle. Und von den Fällen sind im Urgermanischen
2 schon weggefallen, hat man nur noch 6 Fälle. Im Althochdeutschen hat man nur noch 4, im Mittelhochdeutschen oder 4,5, im Mittelhochdeutschen auch nur noch 4, wobei man da schon sieht, da sind viele Fälle, klingen aber schon gleich, zum Beispiel Nominativ und Akkusativ klingt schon gleich. Deswegen haben die im Mittelhochdeutschen dann angefangen, Artikel einzuführen, dass man weiß, ob das jetzt ein Nominativ ist oder ein Akkusativ, also ob das der Tag oder den Tag ist. Und das ist im Standarddeutschen noch stärker. Da sind aus dem Genitiv sind fast alle gleich. Also zum Dativ sagt man noch manchmal am Tage. Das ist dann noch so altertümlicher, die noch vom Mittelhochdeutschen herkommt. Aber man sagt eigentlich in der Alltagssprache am Tag. Und im Rieserischen hat man nur noch 3 Fälle. Der Genitiv ist auch schon weggefallen. Und man sagt, jedenfalls im Zentralies, zu allem Tag. Der Tag, den Tag, am Tag und dir Tag, an den Tag und so weiter. Also das Wort wird quasi gar nicht mehr verändert. Der Fall wird durch ein zusätzliches Wort ausgedrückt. Also so entwickelt sich quasi Sprache. Jetzt zur Innovation, was von außen reinkommt. Also es können materielle, immaterielle Dinge sein, Tätigkeiten und so weiter. Ich habe jetzt bloß ein paar Beispiele. Also zum Beispiel eins von den letzten Wörtern, wo es im Rieserischen richtige Innovation gegeben hat, war gefriere. Also man sagt ja beim Ries nicht gefriertruhe, sondern man sagt gefriere. Oder im Standarddeutschen gibt es seit einigen Jahren das Wort Simsen von SMS. Man hat halt ein Wort braucht für das, weil ich schreibe SMS, ist halt zu lang. Dann sagt man, ich simste mal. Gibt es ja aktuell ganz viele solche Neubildungen von Wörtern. Und dann wäre halt immer Sache aus anderen Sprachen übernommen, weil es die in der Sprache bis jetzt noch nicht gäbe hat. Zum Beispiel haben die Germaner anscheinend kein Festerkett. Jedenfalls haben die von den Lateiner, also von den Römern, das Wort Fenster übernommen, weil es, wer weiß, ob die in ihre Hütter kein Fenster kettern oder ob sie dazu einfach Loch gesagt haben oder so. Jedenfalls haben sie das Wort dann irgendwann übernommen. Oder Canapé hat man im Ries von den Franzosen übernommen. Im Deutschen das Wort Keks hat man vor 100 Jahren von den Engländern übernommen, von Cake, Kuchen, Keks. Heute übernimmt man so Wörter wie Browser und so weiter. Oder es gibt dann ganz so besondere Sachen, habe ich jetzt auch noch aufgeführt. In der Werbung zum Beispiel, da gibt es ja das für die Fahrradläufer, dass die unplattbar sind. Das ist ja ein Regelbruch, weil bar wird eigentlich nicht mit Adjektiv verwendet, sondern bloß mit Verb, also unbesiegbar, unlesbar und so weiter. Und platt ist aber Adjektiv. Und das geht eigentlich nicht, aber weil es aber so gemacht worden ist und so lustig klingt, ist das eigentlich jetzt als Wort in Wortschatz quasi aufgenommen worden. Zur Variation. Im Ries hat es früher für Gurk die Bezeichnung Gugummer gegeben. Und das ist allerdings nach und nach eben durch Gurk verdrängt worden, weil man eben immer mehr im Alltag Gurk benutzt, weil man beim Einkaufen steht dann auf dem Schild noch Gurk drauf und im Fernseher sagen alle noch Gurke und sowas. Und deswegen ist das Alte eben verdrängt worden. Und dann zur Evolution, das sind natürlich die ganzen Einflüsse von außen. Also Medien, Arbeitskollegen kommen von überall her. Inzwischen in der Schule wird hauptsächlich Standarddeutsch geredet, im Kindergarten auch. Wir sind halt eine mobile Gesellschaft. Also wenn man studiert, muss man erst mal weg aus dem Ries und hat ganz viele Einflüsse. Das macht natürlich was mit der Sprache. Das ist eine ganz andere Gesellschaft als noch vor 50 oder vor 100 Jahren, wo es eine landwirtschaftliche Gesellschaft wäre. Deswegen ist das natürlich auch nicht dieselbe Sprache. Und dann nur die Einflüsse von innen, das ist das Sprachprestige. Das ist ja ganz lang gesagt worden, dass der Dialekt, also irgendwie was Minderwertiges ist und dass man unbedingt Standarddeutsch lernen muss. Das kommt ja auch in den Begriff Hochdeutsch. Deswegen sage ich nicht Hochdeutsch, sondern ich sage immer Standarddeutsch, weil Hochdeutsch, finde ich, ist ein falscher Begriff. Also er ist erstens sprachwissenschaftlich falsch und auch
von dem, was er aussagt, falsch, als ob das eine hoch höherstehende Sprache ist. Das ist es ja nicht. Das ist einfach die Standardsprache für ganz Deutschland. Das sagt aber nichts über eine Wertigkeit. Aber es ist noch ganz tief drin bei den Leuten, dass Standarddeutsch besser ist, wenn das Kinder lernen, dass es wichtig ist, dass das lernen und so weiter. Und dass dann aber eher Standarddeutsch als Dialekt weitergegeben wird. So, dann sind wir schon mit dem Kapitel auch wieder zu Ende. Dann kommen wir schon wieder zur Musik. Und zwar kommen wir jetzt die Pressack-Boom. Und jetzt muss es erstmal starten. Und zwar mit dem Lied auf dem Canopy, genau heißt es. Ja. Guten Abend, wir sind die Pressack-Burm und unser erster Song heißt Auf dem Canopy. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mei Arbeit, mei, das ist ein Blog. Fast 25 Stunden jede Woche. Aufs Canopy, leg mir jetzt noch, weil ich da so gut ausruhen kann. Dann klingelt's mal aus an der Tür, zerfix, wer kennt jetzt das sei? Der Postbot eine vom Sportverein, es wird schon nix Wichtiges net sei, den losse net rei. A halbe, die reißmre jetzt auf, die hamre heid redlich verdehrt. Aufs Canopy, leg mir dann auf, stell Bierflasch und Glas von mir auf. Doch fände dann der Öffner nicht, Herrgott, neu, wer hat den wieder gehabt? Kein Werkzeug nicht zum Knepper da, und Frau liegt schon wieder im Bett, dann dräng es halt nicht. Der Radio schalte dann noch a Musi, mei, das ist was Schiers. Aufs Canopy, hock mir dann noch, weil ich da so gut zuhören kann. Dann fänd ihr Kisch das Ende nicht, Herr Golent, wer hat den jetzt verstellt? Ich dreh der Knob von links nach rechts, jetzt reucht's, jetzt lose halt nicht. Leg mir ins Bett. Ja, das war die Pressabwurm. Meld auf dem Canopy. Genau, Applaus ist gut. Jetzt kommen wir speziell zum Rieserischen. Wie hat sich das Rieserische entwickelt? Erstmal versuche ich das Rieserische ein bisschen einzuordnen, wo das überhaupt statt. Also die übergeordnete Sprachfamilie. Es gibt auf der Welt viele Sprachfamilien, aber die allergrößte ist die indoeuropäische Sprachfamilie. Da gehören fast alle europäischen Sprachen dazu, mit ein paar Ausnahmen. Und es gehört Persisch und die ganze iranische Sprache dazu und viele indische Sprachen gehören zu der Sprachfamilie. Also ich habe da immer aufgeschrieben, welche, aber nur die, die noch lebendig sind quasi, die da schon ausgestorben sind, habe ich jetzt gar nicht mehr dazu genommen. Und einer von den indoeuropäischen Sprachfamilien ist eben das Germanische und das deutet sich dann auf ins Nord- und Westgermanische. Nordgermanische sind die ganze skandinavische Sprache und das Westgermanische eben Englisch, Niederländisch und dann eben noch so Friesisch, gilt auch als eigener Sprach, Afrikaans, Jiddisch. Also Afrikaans kommt vom Niederländischen her, gilt als eigener Sprach. Jiddisch auch, kommt vom Deutschen her mit hebräische und osteuropäische Einflüsse. Und solche Sachen wie Pennsylvania Dutch zählen auch als eigener Sprach inzwischen. Das sind Auswanderer in Amerika, die, also Pennsylvania Dutch ist zum Beispiel, glaube ich, Pfälzisch, die einen Dialekt
gesprochen haben vor 200 oder 300 Jahren, wie sie da ausgewandert sind, 200 wahrscheinlich, und der sie dann da quasi in der Diaspora weiterentwickelt hat und inzwischen als eigener Spruch gilt. Dann lässt sie Deutsch in Niederdeutsch und Hochdeutsch eindeulen. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, was ich gerade gesagt habe, das wäre ja für Hochdeutsch für Standarddeutsch ein falscher Begriff, weil Rieserisch ist eigentlich ein hochdeutscher Dialekt. Also Niederdeutsch ist alles, was nördlich von der Linie ungefähr Berlin, Ruhrgebiet läuft. Alles nördlich davor ist niederdeutsches Gebiet, wobei die niederdeutsche Dialekte halt fast nicht mehr gesprochen wäre. Und alles, was südlich davor ist, sind hochdeutsche Dialekte. Und Hochdeutsch lässt sich wieder aber aufteilen in Mitteldeutsch. Das ist dann das ganze Hessische und Nieber Richtung Rheinland und so. Und ins Oberdeutsche. Oberdeutsch hat man das Südfränkische und das Ostfränkische. Also das, was ich als Fränkisch kenne, ist das Ostfränkische. Und Südfränkisch ist Richtung Pfalz nieder. Und dann gibt es Bayerisch, das sind alle Bayerische und Tiroler, also Südtiroler, alles was in Österreich geredet wird, gilt als sprachwissenschaftlich als Bayerisch. Und dann gibt es Alemannisch. Und Alemannisch lässt sich aber aufteilen in Hochalemannisch. Und was in der Schweiz und Niederalemannisch, auch hauptsächlich in der Schweiz, ein bisschen im Allgäu und im ins Badische rein, wird Niederalemannisch geredet. Und dann aber Schwäbisch. Und Schwäbisch lässt sich auch in drei Bereiche aufteilen. Südschwäbisch, Mittelschwäbisch. Mittelschwäbisch ist das, was auch als Schwäbisch, als das Württemberger Schwäbisch geläufig ist. Und Südschwäbisch ist so im Süden von Württemberg und Richtung Baden über. Und dann gibt es aber Ostschwäbisch, alles was im bayerischen Schwaben quasi gesprochen wird. Und da gibt es im Süden eben das Allgäuerisch und im Norden das Rieserische. Und alles, was dazwischen drin ist, habe ich jetzt einfach als Mittelostschwäbisch bezeichnet. Wobei das Ostschwäbische in der Sprachwissenschaft nicht mehr extra unterteilt wird. Das habe ich jetzt gemacht, weil das Rieserische natürlich noch was Eigens ist. Und deswegen muss man das noch unterteilen. Das ist bis jetzt versäumt worden quasi in der Sprachwissenschaft. Soweit zur Einordnung, wo das Rieserische dazugehört. Und jetzt ein kurzer historischer Überblick, wie es das Rieserische überhaupt zu dem Wora ist. Oh, das war, jetzt muss ich zurückgehen, Moment so. Zu dem Wora ist, was es halt ist. Ich versuche es ganz kurz zum Halter. Versuche aber ein bisschen auszuholen, um die Zusammenhänge, dass das so ein bisschen klar ist. Also das Germanische, die Ursprünge sind im Dunkler. Germanische ist erst sehr spät aufgeschrieben worden und es gibt ganz wenige Schriftzeugnisse. Deswegen, man geht davon aus, dass das Urgermanische 500 vor Christus ungefähr in die Welt kommt. Und im Jahr 0 wäre von den Römern hunderte von germanischen Stämmen so bezeichnet, wobei vollkommen unklar ist, was die Römer denken lassen, dass das Germaner sind. Also ob das jetzt wirklich ethnische Germaner waren oder ob sprachlich, ob die ein germanischer Dialekt oder germanischer Sprach geredet haben, das weiß man nicht. Aber es gibt hunderte von Stämmen, die von den Römern als Germaner bezeichnet werden. Aber Sprach weiß man nicht. Mit dem Niedergang des Römischen Reiches 475 flieht der letzte weströmische Kaiser. Und in den Wirren der ganzen Völkerwanderung, da ist es ja drunter und drüber gegangen in Europa, da kristallisieren sich größere germanische Stammesverbünde heraus. Das sind die Franken, die Bayern, die Alemannen, die Thüringer und die Sachsen. Wie die allerdings geredet haben, ist ziemlich fraglich, also zu der Zeit noch. Hat man keine Ahnung, ob die sich untereinander verstanden haben, ob die Bewusstsein dafür gehabt haben, dass sie irgendwie Germaner sind oder sowas. Wahrscheinlich nicht. Die waren wahrscheinlich alle ihre eigene Stämme und haben sie nicht als was Größeres Gemeinsames verstanden. Dann 768 mit Karl dem Großen.
die Franken haben aber alle andere germanische Stämme unterworfen. Und im Zuge von diesem ganzen Durcheinander, da Gott sei Dank, ist ja immer noch weitergegangen mit Völkerwanderung und Zeugs und viele Gebiete waren ganz dünn besiedelt, hat es eine sprachliche Angleichung eingesetzt. Also ab da geht man auch dann vom Begriff Althochdeutsch aus. Also da hat es größerer Lautwandel gäbe und die germanische Sprache hat sich quasi in Richtung des, was uns heute als Deutsch bezeichnet, verändert mit bestimmten Merkmale, die halt spezifisch sind für das Deutsche. Und das Althochdeutsch ist durch, also erstens hat Karl der Große Wert darauf gelegt, dass das Christentum in der deutschen, also in der Volkssprache quasi weitergegeben wird. Und dadurch hat es eine sprachliche Angleichung gäbe. Also wahrscheinlich war das Althochdeutsch ist im Ostfränkischen Reich war relativ gleich, wobei man nicht weiß, man hat ja bloß Überlieferungen von Mönche und so, wie es Volksspruch hat, weiß man nicht genau. Da hat es auch den Begriff Deutsch in dem Sinn noch nicht gäbe, sondern der tritt zum ersten Mal 1962 auf, nee, der ist schon vorher auftreten. 1962 ist dann Otto gekommen, Otto, Kaiser Otto. Und da ist jetzt die Zusammenführung quasi des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation, weitergegangen. Und die sprachliche Angleichung quasi ist bis dahin sozusagen weitergegangen. Also kann man davon ausgegangen. Und nochmal zum Begriff Deutsch oder Diotisk. Das war ursprünglich nur ein Begriff, dass das eine Volkssprache war, also Sprache zum Volk gehörig. Erst 1090 im Annolith ist das Deutsche Lande so bezeichnet worden als deutsches Land und als deutsche Sprache. Also da haben die erst angefangen, quasi eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl zum haben. Und jetzt kommen wir zum Rieserischer. 1147 übernehmen die Grafen von Oettingen das Ries als Lehen. Und damit setzt wahrscheinlich jetzt wie im ganzen Heiligen Römischen Reich das Auseinanderdriften von der unterschiedlichen Dialekte ein. Weil die einzelnen Fürstentümer, die kleine, das war ja ganz kleine Ländle, die haben immer mehr Macht gekriegt und da war eine Grenze drumherum und da drin haben sie dann jeweils Dialekte entwickelt, weil die nach außen hin einigermaßen abgeschottet waren. Und durch die zunehmende Schwäche der Zentralmacht und die Kleinstaaterei ist die Entwicklung immer weitergegangen. Entscheidender Punkt war dann natürlich die Reformation mit 1522 der Bibelübersetzung, wo Luther versucht hat, damit, da war die Auseinanderentwicklung schon einigermaßen weit und Luther hat versucht, die Bibel so zum Übersetzen, dass möglichst viele Leute das verstanden. Der hat quasi von unterschiedlichen Dialekte Sachen mit einfließen lassen, hauptsächlich der mitteldeutsche oder ostdeutsche Schule, aber hat auch andere Sachen mit einfließen lassen. Aber die Reformation hat natürlich auch weiter entzweiend gewirkt, weil es dann katholische und evangelische Fürstentümer gegeben hat und die Zentralmacht wieder schwach war und damit die kleinen Fürstentümer weiter relativ mächtig waren. Deswegen ist die Auseinanderdriften der Dialekte wahrscheinlich immer weitergegangen. Der nächste entscheidende Einschnitt war höchstwahrscheinlich der 30-jährige Krieg mit der massiven Entvölkerung und Fluchtbewegungen und so weiter. Wenn man sich vorstellt, Frieser Dörfer waren zu 70% entvölkert. Das sind dann Leute aus Österreich hergekommen und das hat natürlich auch höchstwahrscheinlich einen massiven Einfluss auf die Sprache gehabt, wenn da so viele herkommen und ein anderer, ganz anderer Dialekt reden. Ab da ist dann die Entwicklung aber wieder weitergegangen, dass jetzt Rieserische
Richtung dem, was Oos als Rieserscheid Kenner entwickelt hat. Der nächste Punkt ist wahrscheinlich 1803, der Reichsdeputationshauptschluss, womit das Fürstentum Oettingen ins Königreich Bayern eingliedert worden ist. Das heißt, die Grenzen sind gefallen und man hat plötzlich in einem größeren Rahmen gelebt. Hat mit anderen Leuten zum Tor gehabt, hat plötzlich irgendwie nach München, mit München oder so zum Tor gehabt, mit Beamten von da. Und wahrscheinlich kann man sagen, dass da die Entwicklung vom Dialekt, von der Ausdifferenzierung vom Dialekt ihren Höhepunkt gehabt hat. Und seitdem gibt es Angleichungsprozesse, eben ans Bayerische. Im 19. Jahrhundert da ist ja auch ganz wichtig die Romantik mit den ganzen Volksliedern und so, die dann ins Ries gekommen sind. Die meisten sind ja nicht wie Nodeln oder so, was man gerade kennt und im Riesendialekt, sondern sind tatsächlich als standarddeutsche Lieder ins Ries gekommen und wäre auch so auch als solche gesungen. Und 1871 dann die Gründung des Deutschen Reiches, noch ein größerer Rahmen, in dem man dann ist, in dem man sich behaupten muss. Kommen Sachen aus Berlin, es kommen Zeitungen und sowas. Und dann, Gott so weiter, mit bekommen dann natürlich die ganze Weltkriege, wo die ganze Männer auch hinausgezogen sind in die Welt und ganz andere Sachen gesehen haben. Nationalsozialistische Kulturzerstörung war natürlich auch ein großer Punkt, also wo dann das Deutschtum das einzig Richtige war und das einzig Wichtige und alles andere, alles im Gläuner unwichtig war. Und seit 1949 die Entwicklung in der modernen, globalisierten Welt, wo sich das Rieserische behaupten muss mit den ganzen Medien, Digitalisierung und so weiter, wo es so ein kleiner Sprach wie das Rieserische natürlich schwer hat. Plus ganz, ganz kurz, das sieht ganz kompliziert aus, ich sage da nicht viel dazu, bloß um einen Eindruck zu haben, wie massiv sie das Rieserische seit dem Mittelhochdeutsch. Mittelhochdeutsch ist der Zeitraum von ungefähr 1050 bis 1350. Also in das letzte 700 Jahre, sagen wir mal, wie sie das entwickelt hat, das Ober, das sind die Vokale im Mittelhochdeutsch. Alle Vokale, die das Mittelhochdeutsche gehabt hat. Und damals haben wahrscheinlich alle Rieser, die damalige Rieser, noch mit denen Vokale geredet, wie die meisten in Deutschland. Und in den 700 Jahren haben sie die Vokale und das sind die Rieser-Vokale, die aus heute haben, mit denen ganze Diphthonge, also zwei zusammenhängende Vokale. Und da sieht man, wie sie das massiv in den 700 Jahren verschoben hat. Also die schwarze Linie, also ich habe das mal in einer Arbeit untersucht, daher kommt da die Grafik. Die schwarze Linie sind die Hauptlinie, also die kurze Vokale sind entweder kurz geblieben oder haben sie gelenkt. Also, und die meisten lange Vokale haben sie Richtung Diphthonge entwickelt. Deswegen hat das Rieserische auch so wunderbare Diphthonge. Also insgesamt kann man fast sagen, das Rieserische hat 13 Diphthonge, während Hochdeutsche langweilige 3 hat. Plus, um zum sehr was für eine komplexe Entwicklung das war. Da habe ich jetzt ein Gedicht aus dem Jahr 1685. Das ist aus dem wunderbaren Buch von Hartmut Steger, Wörterbuch der Rieser Mundarten. Das ist eins von den ersten schriftlichen Zeugnissen des Rieserischen. Und da kann man halt ein paar wunderbare Entwicklungen sehen. Zum Beispiel schreibt er da, wer meine Frau huit, nur das Ding verehrt. Also der schreibt nicht heit für heute, was uns jetzt sagen geht, sondern der schreibt huit. Das ui, das kennen wir ja noch in nui oder duier oder huier oder fuier. Also da ist es im Rieserischen erhalten geblieben, aber damals hat man anscheinend auch noch huit gesagt. Und das huit, das ist inzwischen schon lang verschwunden. Ich weiß nicht, ob es Ältere vielleicht noch kennen. Wahrscheinlich nicht. Das ist also schon lang vor unserer Zeit geschwunden, ein Dialektmerkmal, was schon quasi
sehr ans Bayerische heit oder an die Dialekte, die drumherum um uns rum sind, auch gleicher hat, schon vor ganz, ganz langer Zeit. Und dann hat man einige Merkmale, Dialektmerkmale, die noch gar nicht entwickelt sind, die uns heute haben, die es da aber noch nicht gäbe hat. Zum Schreiben, zum Beispiel schreibt er überall mit Ü, Tür, Verführer, schreibt er auch weiter oben. Also nicht, im Dialekt gibt es gar kein Ü. Es hat in der Zeit, aber ungefähr 1600, 1700, hat ein Entrundungsprozess stattgefunden in viele deutsche Dialekte, dass man nicht Tür sagt, sondern Dir oder Verführer, und also Vierer. Und der schreibt aber noch Ü. Und das ist ein Zeichen dafür, dass das Dialektmerkmal noch gar nicht ausprägt war um die Zeit, dass er das erst später entwickelt hat. Oder schreibt er auch vor dem N das I. Das ist schon an ein paar Stellen da. Ich habe es jetzt da gekennzeichnet. Also O sage ja Händer und nicht Hinder. Und er schreibt aber Hinder. Und das Händer ist halt auch ein charakteristisches Merkmal vom Rieserischen, dass man vom N, I hat sie zum E entwickelt durch den Einfluss vom N. Aber das ist anscheinend auch erst noch 1685 passiert. Also da hat man anscheinend noch Hinder gesagt. Oder er schreibt das nächste, es ist, also das ist T, schreibt er zum Beispiel auch noch, das ist ein Beispiel, kein grimmes Tier. Also er schreibt nicht koi, wie O's halt sagen, Deta. Also bei O's ist das N geschwunden. In viele Stoi sagt man ja O oder koi oder aloi. Also das N ist in viele Situationen geschwunden, aber der schreibt es noch. Also da hat man anscheinend noch koin gesagt. Da war der Dialekt quasi noch nicht so weit ausprägt, wie er jetzt, wie er dann später, wie O's ihn halt kennen. Also man sieht, der war da auch 1685 noch stark im Fluss. Und sogar in beide Richtungen. Also es sind schon Dialektmerkmale zurückgegangen in der Zeit, aber es haben sich auch noch neue Dialektmerkmale entwickelt. So, dann sind wir schon beim vorletzten Punkt. Und davor machen wir auch wieder, was uns, glaube ich, ganz gut tut, eine kleine Pause. Und zwar kommt jetzt wieder Okomot mit Was drinno sager wollt. Verdient alle Steu beim Netto, ein Sixpack Dose Bier und ein bunter Strauß mit Blume, ich bin halt der Kavalier. Das zeigt mir's nur bloß noch heuer, komm ich mach mir auf den Weg. Und du bleibst schnell hocken und riechst dich nicht vom Fleck. Heid lust es einmal gut gegangen. Ich kauf dir noch ein Päckchen mit Salzstange und der Vanilleeis dazu. Aus vor deiner Haustür liegt der Brief, der ist von mir. Den hab ich bloß jetzt noch nicht geschrieben. Ich hab grad neu Briefpapier. Da schon drauf, dass ich die mag. Ich hoffe, es ist jetzt noch nicht spät. Ich kann nicht so formulieren, was ich gerne sagen will. Aber heut will ich's wieder gut machen. Heut flüstert er dir ganze romantische Sache ins Ohr, was hältst du vor? Oder nächstes Buch reut's vielleicht auch. Okomot, was drin nur sagen wollt. Ja, gibt Applaus, wunderbar. Jetzt kommen wir nämlich zur aktuellen Entwicklung. Und zwar will ich da kurz vorstellen, was ich in meiner Bachelorarbeit gemacht habe und ein paar Sachen davor, was ich dabei rausgefunden habe. Ich habe, die Bachelorarbeit heißt eine Untersuchung zum Sprachwandel in Familien,
am Beispiel einiger phonologischer Phänomene des Rieser Dialektes. Das Problem, wenn man Sprachwandel untersucht, ist ja, dass man nicht in der Zeit zurückreisen kann. Also am einfachsten wäre es, 50 Jahre zurück zum Reisen und zum gucken, wie ein Leute da redet und wie redet es heute. Man kann natürlich jetzt halt ältere fragen und jüngere, wobei das auch nicht eindeutig ist, weil die Ältere halt auch anders reden als früher. Und vor allem, wenn man Untersuchungen zum Dialekt macht, ist das immer ganz schwierig, weil da die Leute, die man untersucht, immer ihren stärksten Dialekt auspacken und gar nicht so reden, wie sie im Alltag eigentlich reden. Und ich habe deswegen als Untersuchungsmethode gefehlt, dass ich untersucht habe, wir Geber Eltern, also Leute zwischen, weiß nicht, 30 und 50 oder 45 oder wie alt die da waren, ja, sowas ungefähr, wir geben dir Dialekt an ihre Kinder weiter. Und wir reden es untereinander. Und um das jetzt nicht so quasi sprachwissenschaftlich zu machen, habe ich dir einfach Geschichten erzählen gelassen. Ich habe zwei Bildergeschichtler entworfen und zuerst habe ich die Eltern die Bildergeschichte ihrem Partner erzählen gelassen. Also die Mutter hat es dem Vater erzählt und der Vater der Mutter, jeweils eine andere Geschichte. Ich habe dann festgestellt am Anfang, dass wenn ich bloß sage, sie soll ja die Geschichte erzählen, dass dann dadurch, dass eine Aufnahmesituation war und dass das irgendwas für Uni war, haben alle versucht, ein bisschen Standarddeutsch zum Reden oder nicht so viel Dialekt geredet. Deswegen habe ich dann ein zweites Mal angefangen und habe dann gesagt, die soll ja die Geschichte so erzählen, als ob sie es beim Vesper abends erzählen, was ihnen heute passiert ist, was uns heute erlebt. Also so soll es die Geschichte erzählen. Und dann hat es funktioniert. Und zwei Wochen später habe ich dieselbe Geschichte, habe es ihrem Kind erzählen gelassen. Und dann habe ich untersucht, nach bestimmten Kriterien, wie viel Dialekt in den Geschichten denn war. So, eure Geschichte hat so ausgesehen. Also die haben es geriert und haben es dann quasi erzählen gesollt. Und untersucht habe in der Geschichte folgende fünf Begriffe. Leider, die kommt da vor. Also, und dann habe ich aber geguckt, ob es Leider sage oder ob es Leuder sage. Und Klein oder Gläu, also da ist er zu Gläu, um am Ball zu kommen. Und da ist er Kleine und der Große, ob es Gläu oder Klein sage. Und dann, ob es zwei oder zwei Sager bei den Bell und ob es neu oder neu oder eventuell nein Sager, wenn es ein neuer Ballkoffer, weil da eine vom Vogel mitgenommen worden ist und ob es duier oder teuer oder teuer Sager, weil der eine viel teurer ist als der andere. Und da bin ich dann zu folgenden Ergebnissen gekommen. Also das sind bloß Ausgewählte, das sind noch viel mehr. Das Gelbe ist die erste Runde, also wo es Vater im Mutter und Mutter im Vater erzählt hat. Und das Grüne ist, wo es die Älteren, die Kinder erzählt haben. Ich habe es noch Mütter und Väter unterschieden, weil es gibt in der Sprachwissenschaft die Theorie, dass Mütter eher die Treiber oder die Akteure des Sprachwandels sind, weil Mütter eher will, dass ihre Kinder was Besseres wäre oder so. Und deswegen versuche die Kinder, die Sprache mit einem angeblich höheren Prestige beizubringen. Das kann man aber für das Rieserische jetzt in dem Fall nicht sagen, dass das so ist, sondern das ist quasi fast gleich. Also untereinander und die Älteren fast zu 100%, also 95 die Väter und mir durch sogar noch ein bisschen mehr, 97% Dialekt geredet. Und mit den Kindern war es bloß noch knapp ein Drittel bei beide. Die restlichen 78% sind quasi standarddeutsche Ausdrücke gewesen. Dann habe ich es unterteilt, weil das ungefähr halbe war,
in AkademikerInnen und Nicht-AkademikerInnen. Und da ist auch ein ganz interessanter Unterschied zum sehr auf der AkademikerInnen-Seite, dass die an ihre Kinder überhaupt kein Dialekt mehr weitergeben haben. Und bei Nicht-AkademikerInnen immerhin nur 41%. Also an was es dann liegt, das weiß man dann nicht, ob es eben an dem vermeintlichen Sprachprestige liegt oder weil die, wenn man studiert, dann ist man eher mal ein paar Jahre aus dem Riester ausgewest, obwohl es untereinander noch immerhin so 89% Dialekt geredet haben. Aber an ihre Kinder haben sie es selber nicht weitergegeben. Dann habe ich in Berufsgruppe aufgeteilt, also Leute, die im sozialen Bereich schaffen, wie jetzt Pflege oder Sozialpädagoginnen oder sowas, dann im pädagogischen Bereich, also LehrerInnen oder ErzieherInnen und welche, die in der Industrie schaffen oder welche, die in traditionelle Berufe schaffen, also Bauer oder Handwerk oder sowas. Und da ist auch ganz interessant, dass im sozialen Bereich quasi am meisten Dialekt an Kinder weitergegeben wird und Industrie am wenigsten. Und was interessant ist, dass auch gerade die in traditionellen Berufen an Kinder weniger Dialekt weitergeben, obwohl es selber 100% Dialekt miteinander reden. Und dann habe ich auch noch ältere aufgeteilt in die, die unter 40 sind und die, die ab 40 waren. Da, und da ist auch ein interessanter Unterschied, dass die jüngere Ältere erstens selber ein bisschen weniger Dialekt reden und an ihre Kinder auch viel weniger weitergeben. Also nur noch 18% Dialekt, während die ältere Eltern sozusagen 43% Dialekt weitergeben haben. Und das ist jetzt fast die interessanteste Grafik von all. Ich habe die Kinder aufgeteilt, also weil die waren ja von 4 bis 10, das heißt, es waren Kindergartenkinder und Schulkinder dabei. Und es waren fast halbe halbe, also die Hälfte waren Kindergartenkinder und die Hälfte waren Schulkinder. Und da ist interessant, dass je jünger die Kinder sind, also an die Kindergartenkinder, ist fast gar kein Rieserisch weitergegeben worden, vor allem bei den Müttern. Ein bisschen mehr bei den Vätern. Also da hat man jetzt den Effekt anscheinend, dass die Mütter versuchen, die kleinen Kinder eher Standarddeutsch beizubringen. Und dann, wenn sie mal in der Schule sind, vielleicht ist das da nicht mehr so wichtig oder so, da reden die Mütter sogar eher mehr im Dialekt als die Väter. Also das finde ich ganz, ganz interessante Beobachtung. Man muss zu all den Ergebnissen aber sagen, dass sie natürlich nicht repräsentativ sind. Ich habe nur 13 Familien da untersucht. Das sagt quasi jetzt wissenschaftlich fast gar nichts aus. Das eine Tendenz sei, das sind interessante Tendenzen, die bestätige ja zum Teil auch jetzt wissenschaftliche Theorien, aber ob das so wirklich hundertprozentig so passt, kann man natürlich im Rahmen von so einer Arbeit nicht sagen, da müsste man viel mehr noch untersuchen. Dann sind wir schon beim Ausblick, aber bevor wir zum Ausblick kommen, haben wir nochmal die wunderbaren Pressagbuben. Der Spitzhegel im Frierbeet. 1, 2, 3. Da hockt der Spitzhegel im Frierbeet und frisst der Murder ihren Salat. Wie kommt der Heckeln aus dem Garten, wenn er da nichts verloren hat? Der Mutter bleibt ihr Herz fast standen. Sie hebt die Gabel, flucht und schreit und treibt der Hecke aus dem Garten. Der Vater lacht und steht dabei.
der Hegel hupft auf Straßensdorf neu. Und ohne Spenken Händer drei. Ja, so ein Sau kann ganz schwer schnell sei. Schon bald läuft's ganz Dorf Händer drei. Zwei kommt der Mo im weißer Kittel. Und ein Messer und ein Beil. Der packt der Spitzsägel am Schwänzle. Und zücken mit den Schlachtkichnei. Hegel gaziert san Krager. Bald ist rum, sei Zeit, da hauen wir Kriegen auf Schlage, der Metzger treibt's Messer nein. Heut geht Spitzhegi zum Mittag, frische Nierla allerlei, und den Suppnei kommt sei hier, es no Buda wirsch recht scheit. Und die Moral von unserem Liedle, Finger weg vom Kopf, Salot. Doch wie sollst es als Sau wissen, Spitzhegel sei ich halt nicht leicht. Und wieder Applaus für die Pressagwurm, der Spitzhegel im Frierbeet. Zum Ausblick, ganz kurz. Was ist die Problematik? Zusammenfassung. Also das Rieserische wandelt sich massiv, also hauptsächlich in Richtung Standarddeutsch, teilweise ein bisschen in Richtung Bayerisch. Also das habe ich bei meiner Arbeit auch festgestellt. Also dass man halt nicht mehr Nui sagt, sondern Nei oder sowas. Und wenn es die Entwicklung so weitergeht, dann droht das Rieserische in der Form tatsächlich zum Verschwinden, dass bloß noch leichte Elemente davor dann übrig bleiben in der Alltagssprache. Und so sehr die meisten Aspekte von dem Wandelprozess, also die Einflüsse von außer und so, die sind durch die Sprecher nicht zu beeinflussen. Also was man könnte ums Ries jetzt eine Mauer bauen und niemand mehr hinaus und neilassen, dann kennt man das Rieserische wahrscheinlich erhalten, aber das will wahrscheinlich auch keiner. Deswegen muss man quasi mit den meisten Sachen, die da sind, zurechtkommen. Die genannte Diaglossie macht eine klare Abgrenzung des Dialekts vom Standarddeutschen schwer. Also man hat kein klares Bewusstsein für einen Dialekt und quasi man merkt gar nicht, wie sich der Dialekt, den man selber redet, immer mehr im Standarddeutscher annähert, weil man es nicht als eigener Spruch auffasst. Und der Dialekt wird von vielen, ob bewusst oder unbewusst, immer noch als weniger wertig empfunden und wird deswegen nicht als Primärsprache an die nächste Generation weitergegeben, wie jetzt in meiner Untersuchung gezeigt hat, dass mit Kindergartenkindern oder kleineren Kindern eigentlich hauptsächlich Standarddeutsch geredet wird, anstatt Dialekt. Und wofür es eigentlich keinen richtigen Grund gibt. Also Ältere sind alle mit Dialekt quasi als Muttersprache aufgewachsen und haben dann Standarddeutsch später gelernt. Und das kennt man auch heute machen. Aber es ist immer noch im Kopf drin, dass es besser ist, wenn die Kinder in der Schule Standarddeutsch kennen. Dialekt wird oft als was Historisches, Vergangenes empfunden, also eher als ein zu schützendes Kulturgut. Aber wenn ein Dialekt überleben will, dann als Kulturgut überlebt kein Spruch. Sprache überlebt nur, wenn sie ein praxisbezogenes soziales Kommunikationsmittel ist. Also das muss quasi einen Mehrwert haben, die Sprache zum Benutzer. Wenn man genauso gut Standarddeutsch benutzen kann, dann hat es keinen Mehrwert und dann stirbt die Sprache über kurz oder lang halt aus. Und das ist halt die Frage, ob man den Mehrwert schaffen kann. Da komme ich dann später noch dazu. In Kindergarten, Schule, im Geschäftsleben kommt der Dialekt kaum noch vor. Und im Privaten inzwischen auch noch fast nur, wenn tatsächlich Dialekt-Muttersprachler zusammen sind. Und wenn die Generation jetzt noch und noch quasi älter wird und dann stirbt, dann wird irgendwann quasi der Dialekt aussterben. Kann man den Lauf der Dinge ändern?
Es hat ja immer wieder viele Versuche gegeben, Sprachen durch irgendwelche Maßnahmen vom Aussterben zu retten. Also zum Beispiel in Irland, nachdem sie unabhängig worden sind von den Engländern, war Irisch schon ganz fast ausgestorben, weil die Engländer das ganz brutal durchgesetzt haben. Und dann ist auch noch im 19. Jahrhundert die große Hungerkatastrophe dazwischen gekommen. Und seit jetzt Irland aber unabhängig ist, gibt es mehr so alle Irisch lernen. Das hat jetzt nicht unbedingt dazu beitragen, dass mehr Irisch als Muttersprache haben. Es sind immer noch bloß vereinzelte Gebiete in Westirland, die tatsächlich oder haben noch Irisch reden. Aber immerhin kennen alle Irer irgendwie Irisch. Und inzwischen entwickelt sich gerade in der Großstadt unter jungen Leuten ein neues Bewusstsein für das Irische. Und das wird gerade in Großstadt wieder mehr verwendet. Allerdings in etwas anderer Form. Das ist dann nach wie vor stark vom Englischen beeinflusst. Und irische Traditionalisten sagen dann, das ist kein richtiges Irisch. Aber sowas ist dann halt, das ist eine Gebrauchssprache. Und das hat dann wahrscheinlich wieder ein gewisser Stolz zum Tor, wenn man irisch redet. Deswegen hat es dann auch den Mehrwert, weil man ein bisschen stolz drauf ist. Und dadurch kann dann die Sprache überleben. Also irisch stirbt jedenfalls nicht aus. In der Schweiz gibt es auch viele Entwicklungen. Zürich hat eine Volksabstimmung vor 6 Jahren oder so gehabt, wo abgestimmt worden ist, dass in Kindergärten nur noch Schweizerdeutsch geredet wird. Damit alle Kinder in Zürich, egal ob es aus Deutschland, da Nazier oder wo es her auskommen, die Rede im Kindergarten Schweizerdeutsch. Und da gibt es ja schon ganz starke Entwicklung, dass, also wie ich gerade gesagt habe, in den Handys wird oft jetzt inzwischen Schweizerdeutsch geschrieben. Also das hat anscheinend durchaus eine Wirkung gehabt. Und da kommt natürlich auch dazu, dass die eben die Diglossie haben, dass die klare Trennung haben. Das ist Dialekt, das ist Standardsprache. Alle kennen die Standardsprache, also das Schriftdeutsch, wie das in der Schweiz genannt wird. Aber alle kennen eben auch ein Dialekt und haben dann bestimmte Bereiche, wo es nur Dialekt redet und wo es nur Standarddeutsch redet. Im deutschen Sprachraum wird es mit Niederdeutscher versucht, dass das in Schulen und sowas abgeboten wird. Und Bayerischer, also Altbayerischer, gibt es verschiedene Initiativen, das in Schule zu machen. Also die Erfolge sind mal so eher durchwachsen. Aber die Dialektmuttersprachler wäre trotzdem meistens weniger. Aber immerhin bleibt durch solche Maßnahmen die Sprache oder der Dialekt im Bewusstsein und wird auch weiterhin braucht. Und wie es genau dann weiterläuft, das kann man nie so genau voraussagen. Also das, vielleicht wird es ja dann durch sowas quasi moderierisch zum Reden und dann hat es eben einen Mehrwert. Also was bedeutet das für Zries? Was müssen wir machen, damit eine Form des Dialekts, also das wird nicht das Rieserische, was uns von unseren Großeltern oder so kennen, sei, das wird auch anders Rieserisch sein, weil uns in einer anderen Welt leben, deswegen muss die Sprache anders sein, aber dass es überlebt und auch lebendig bleibt. Also aber damit das passiert, da denke ich schon, dass es, also von der Leute geht es nicht, das bräuchte eine Vielzahl von Maßnahmen. Also man müsste irgendeine Initiative machen, dass man Dialektstunden in alle Kindergärten und Schulen hat. Vielleicht sogar Erzieherinnen, die halt nur Dialekt mit den Kindern reden in die Kindergärten oder so. Dann müsste man auch, also das Bewusstsein dafür ein bisschen wegkriegen, dass man mit kleinen Kindern Standarddeutsch reden soll. Also das, es ist sprachwissenschaftlich bewiesen, dass es für Kinder kein Problem ist, zweisprachig aufzuwachsen. Die haben überhaupt kein Problem, zuerst mal die eine Sprache und dann mit 3 oder so mit einer anderen Sprache anzufangen. Das muss man richtig machen, aber die Kinder profitieren eher davon, als dass das ein Problem ist. Und dafür muss man Bewusstsein schaffen, das ist immer noch nicht so richtig da. Was wahrscheinlich auch helfen wird, wenn man tatsächlich mal wirkliche Schreibregler für den Dialekt schaffen wird. Also, dass nicht
jeder halt versucht so zum Schreiben mit den Zeichen, die man halt im Standarddeutscher hat, sondern dass man echt guckt, wie kann man das machen. Also da muss man wahrscheinlich auch ein paar neue Buchstaben erfinden, weil das Rieserische viel mehr Klänge hat, gerade im Vokalbereich, als das deutsche Buchstabensystem hergibt. Also zum Beispiel gibt es zwei O's, zwei lange O's, ein O und ein A. Und das müssen wir irgendwie ausdrücken. Da gibt es ja in anderen Sprachen da Möglichkeiten. Zum Beispiel das A gibt es im Skandinavischen mit dem A und dem kleinen Kringel obendrauf oder so. Aber dass man sowas macht, dass es eine Schrift dazu gibt, die man dann auch lesen kann. Und da kann man eben auch Bücher und Medien im Dialekt, vor allem für Kinder, was jetzt die Hörspulenmanufaktur sehr lobenswerterweise schon macht, aber dass es sowas halt viel mehr gibt, dass da einfach ein Bewusstsein da ist. Weil was ich auch festgestellt habe bei der Untersuchung, ich habe ja ein bisschen auch die Kinder untersucht, aber ich habe das dann aus der Arbeit rausgenommen, weil das ziemlich schwierig war mit den Kindern, dort zum Unterscheiden, ob die jetzt nur für mich dann Standarddeutsch reden und eigentlich mehr Dialekt. Aber was ich festgestellt habe, also da waren ja dann auch oft auch Geschwister da, die schon jugendlich sind, dass die dann mehr Dialekt geredet haben als die ganz Kleine. Also, dass es durchaus in dem Freundeskreis dann später sei kann, dass obwohl, wenn der Holm jetzt mal zuerst mal nicht so viel Dialekt geredet hat oder mitgekriegt hat als Kindergartenkind, dass das später dann doch wieder reinkommt und dass man mit Freunden dann und dann auch wieder mit Mutter und Vater mehr Dialekt redet. Also, das kann schon auch später noch sozusagen kommen. Und vielleicht kommt man da längerfristig dann zu so einer Situation, so ähnlich wie in der Schweiz, dass man tatsächlich die Glossie hat, dass man einen klaren Dialekt hat, den man da und da und da im Dorf und in der Familie redet und dass man Standardsprache hat, die man woanders dann redet. Genau, das war die Sache. Also kann ich dann zum Fazit kommen, was vielleicht ein bisschen frustrierender klingt, als klingen soll, oder vielleicht ist es auch nicht frustrierend. Also wenn man es so ganz objektiv betrachtet, dann muss man sagen, der Dialekt hat keine Chance, aber die sollte er nutzen. Also vielleicht hat er doch eine Chance. Man soll es ausprobieren und gerade solche Sachen wie etwa Okomot, Pressak, Wurm, Los Pressakos oder Hörspielmanufaktur, das sind ganz, ganz wichtige Sachen, weil die schaffen halt auch einen Mehrwert, weil man das dann verstanden will, wenn es sowas gibt, wenn sowas noch in viel größerem Umfang gäbe, geht, dann will man es verstanden und dann ist so ein viel größerer Anreiz quasi, Dialekt zum haben, weil man es, wenn man es, dann ärgert man sich, wenn man es nicht versteht. So, das war's erstmal zu meinem Vortrag. Ich habe da noch zwei Seiten mit Literatur, die ich verwendet habe. Da brauche ich jetzt nicht drauf eingegangen. Wer Interesse hat, kann sich an mich wenden. Da ist meine E-Mail-Adresse eckhardt@theater-am-schlachthof.net. Ja, wie ist die Party, geht's jetzt schon rum? Ist das euer Ernst? Wirklich jetzt komm? Hey, Heggis, schmeiß die Muse nochmal an. Noch tanze nur für dich. So gute halt noch komm. Ich mag jetzt noch nicht heim. Nein, ich mag jetzt noch nicht heim. Was soll ich denn da tun? Ich bin ja noch nicht mal gescheit zu. Und aus ist es dunkel, dunkel und nicht hell. Schenk doch noch so ein Gläschen Asbach ein. Gere a drei. Da ist doch nix dabei. Hallo, sieh,
wie wär's mit uns zwei? Neu? Ah, dann vielleicht nächstes Mal. Noch bleibe heiderloi, aber ich mag jetzt noch nicht heu. Neu, ich mag jetzt noch nicht heu. Was soll ich denn da tun? Ich bin ja noch nicht mal gescheit zu und aus ist dunkel, dunkel und nicht hell. Ja, ein Applaus nochmal an Okomoto und an Pressagbum. Wunderbar. Ja, danke schön an alle, die zugehört haben. Wie gesagt, falls es noch Fragen gibt, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nichts mehr gesehen. Meine E-Mail-Adresse steht jetzt auch im Chat. Also jeder Kopierer kann mir auch dann noch eine E-Mail schreiben dazu. Ich freue mich drüber. Ansonsten vielen Dank und noch einen schönen Abend. Ich wünsche allen einen schönen restlichen Abend und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder irgendeinen Dialektvortrag oder ein Konzert oder beides haben können im Rahmen dieser Kulturtage und dass das dann auch wieder in Präsenz stattfindet. Also schönen Abend und macht es gut.